Du hast bei dem Goblin-Wachtauftrag so gute Arbeit geleistet, dass wir dich gerne erneut anheuern würden. Ein Kult in einem verlassenen Tempel ein paar Tagesreisen westlich von hier ist eingezogen. Um ihre blasphemischen Aktivitäten zu finanzieren, haben sie Reisende auf der Straße nach Burg Ironfist überfallen. Wir haben an den Regenten appelliert, etwas gegen diesen Kult zu unternehmen. Der aber behauptet, alle seine Truppen seien im Westen gebunden. Oder ähnlichen Unsinn. Wir wollen, dass der Kult verschwindet und bieten dir 5000 Goldstücke an, wenn du sie vertreibst. Und als Beweis, dass Geläute Harmonie bringst. Das Geläute Harmonie. Okay. Schauen wir mal. Erstmal Stufenaufstieg. Für alle, sehr gut. Wo kommen dann die Punkte rein? Bogen, ne? Jo. Bogen. Ja, sie braucht eigentlich Meditation. Aber das Erkennen ist so schön praktisch. Nee, komm, wir müssen erstmal bis da töten können. Du hast noch gar keine Meditation. Du wolltest eigentlich erstmal Handeln auf 4 bringen, ne? Ja, okay. So, das hätten wir auch erledigt. Bögen wollten wir behalten, das kannst du immer noch nicht identifizieren. Das kann alles so weit weg. Und irgendjemand hat noch einen Ring gefunden. Genau da. Da. Nichts wert. Goodie. Oder auch nicht. Verkaufen. Weg, 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 weg. Oh, und stimmt. Wir müssten der Schützin unbedingt eine Waffenfertigkeit geben. Weg, weg. Bis bald. Bis bald. Verkaufen den und den. Spezialitäten. Sonst verlange ich dafür 25 Gold. Aber 25 sind auch ein angemessener Preis. Was soll ich? Ich habe 4 Punkte in Handeln. Das ist sehr komisch. 25 ist nicht viel. Aber eine Flasche kostet nur 1, das passt schon. Genau, Reagenzien. Kosten für alle 2, ne? Ja. Also kaufen, 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 kaufen. Da kann ich dir beim Suchen helfen. So. Hier konnten wir Waffenfertigkeiten lernen, richtig? Was schaust du dir da an? Richtig. Schwert, Axt, Speer, Stab. Er wird vermutlich 2 Schwerter benutzen. Das heißt, sie sollte was anderes benutzen, was zu einer Schützin passt. Und zu ihrem normalen Image. Also würde ich sagen, Speer, huh? Okay. Speerbogen. Wir bräuchten jetzt nur noch einen Speer. Wir hatten vor 1-2 Folgen einen verkauft. Da wäre ein Speer. Haben wir auch einen besseren Speer? Nein. Speer. Speer zu ihr. Was macht Speer eigentlich so? Normal, diese Fähigkeit wird zum Angriffsbonus addiert. Experte, dieser Bonus wird zur Rüstungsklasse addiert, was schon mal praktisch ist. Da sie nicht ganz so viele Lebenspunkte hat wie Gerogon. Und Meister, diese Fähigkeit wird zum Angriffsschaden addiert. Schwert macht Angriffsbonus, reduziert Erholzeit und erlaubt ein Schwert in der linken Hand zu führen. Das heißt, sobald man das Ding auf Meister hat, bringt der Skill einem eigentlich fast gar nichts mehr außer Angriffsbonus. Könnte man sich überlegen, bis zum Meister zu skillen, das Schwert in die linke Hand zu nehmen und dann meinetwegen Axt zu nehmen. Für die rechte Hand. Weil bei Axt und anderen Angriffsfähigkeiten ist es ja meistens so, dass wie halt hier bei der Meisterstufe, der Angriffsschaden erhöht wird mit jedem Punkt. Also macht es auch wirklich Sinn, das immer weiter zu skillen, weil man immer mehr Schaden macht. Oh ja, Details. Gemischtwarenladen. Kaufen, 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 kaufen. 3600 Gold. Och, da können wir auch nochmal zu der
Elementarschule laufen. In der Hoffnung, dass wir ein, zwei neue Zauber finden. Ein Nah oder ein Knappe? So, Funkenflug, Schutz vor Feuer, magisches Auge, Schutz vor Magie, Flammenpfeil, Feuerstrahl. Er ist gekauft. Erwachen, Schutz vor Feuer. Gucken wir mal kurz. Du hast keinen Schutz vor Feuer. Du hast kein Erwachen. Erwachen. Schutz vor Feuer. Schutz vor Magie. Ist ein Erdzauber. Haben wir nicht. Noch nicht. Nee. So, Schutz vor Feuer. Okay. Ja. Erwachen. Okay. Und Feuerstrahl. Feuerstrahl trifft immer. Und macht 1 bis 4 Punkte pro Fähigkeitspunkt. Das zusammen mit ihrem Kältestrahl, der auch immer trifft, müsste jetzt einigermaßen gut funktionieren beim Töten. Weil die anderen Sachen waren halt immer alle angriffsbasierend. Das heißt, sie haben recht häufig verfehlt, was tierisch nervig ist. So, damit müssten wir in der Stadt eigentlich fertig sein. Und könnten zurück zur Goblin-Wacht und da in dieses Loch runterspringen. Was auch immer da ist. Durchbuffen nicht vergessen. Auge. Segen. Nochmal Segen. Und hier war das irgendwo, genau dahinter. Einfach den Leichen folgen, die nicht mehr da sind. So, wo war das Loch? Da war das Loch. Geronimo! Okay. Das war nicht so tief wie erwartet. Aha, oh, ein roter. Das ist schon mal ein interessanter Anfang. Zumal wir hier momentan nicht rauskommen können. Oh, 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 oh. Na komm. So. Oh, jede Menge kleinen Vieh. Kleinvieh. Monsterratten. So. Bräuchten unbedingt eine Stelle, wo wir schlafen können. Oder wieder raus. Noch mehr von euch. Keine Zauberpunkte. Oh. Zing, zing, zing. Oh, ein Regen. Ah, ich sollte mir echt angewöhnen, die Leichen alle mit Mürren zu looten, wegen dem Glück. Und Kisten. Mürren. Lederstiefel, Lederstiefel. Glück plus 1. Was soll's. So, du, 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 du. Und du drückst den Ring. Ah, Flaschen sind immer gut. Dahin. Ich weiß nicht. Weg. Ah. Erwachen weg. Ich hab's. Oh. Hut des Charmes. Nö. Weg, weg. Rüstungsklasse plus 4. Du. Aha. Du die, du den, du weg. Wow, oh, hey. Wo zum Geier kommen die hierher? War das eine Falle von der Kiste? Das wäre interessant. Oder ich habe einfach so sehr auf den Loot gestarrt, dass ich sie nicht abkommen sehen. Oder
hören. Hilfe! So, in den Rücken schießen. Hey, warum kommst du zurück? So. Plündern? Plündern. Oh. Kenn ich nicht. Das kommt zu dir. Ah. Das kommt weg. Ah. Weg. Ah. Weg. Aha. Schönes Schild. Kenn ich nicht. Hm. Sieht aber auf jeden Fall schon mal besser aus als das, was sie jetzt. Nein. Also du darfst gar keine Kette tragen. Du darfst Kette tragen. Hier ist gar nichts. Na gut. Geschwungener Gang. Sehr langer geschwungen. Oh, Ratte. Hilfe. Ja, Hilfe, eine Ratte. Okay. Hier wären wir wieder beim Eingang. Praktischerweise. Ich würde aber eigentlich ganz gerne schlafen. Ich hoffe mal, dass ich hier hinten in der Ecke irgendwo... Ja. Rasten kann. Also, Auge. Segnen. Und jetzt haben wir noch einen Gang, wo wir lang gehen können. Segen. Und zwar von hier aus darum. Wow, viele. Viele. Rückzug. Okay. Ich glaube, ich nehme den falschen Weg zurück zum Eingang. Der Eingang ist da oben. So. Hier ist der Ausgang. Riesenratte, stirb. Das wird nicht aufgehen. Na, wenn ich zwischendurch ein bisschen heile, wahrscheinlich schon. Warte mal. Da ist der Rote, der kann problematisch werden. Du, heilen sie. Komm, ein guter Treffer von Geogon. Und dort geht er auch. So, Mürrim. Oh, noch einer. Stirb, du garstiges Monster-Ratten-Ding. So, Mürrim. Du sollst looten. Kein Ring. Noch klein. Oh, eine Ratte. Wir sind ganz schön weit unten mit den Trefferpunkten. Oh, Feuerball. Irgendwo sind noch Gegner. Ich weiß nicht. Aha. Lederrüstung, Säbel. Kisten sind hier unten keine. Nö. Ah. Aber Ausrüstung. So, kurz schlafen. Hier geht's schon, sehr gut. Mwaha. Oh, ich habe das Mwaha unterbrochen. Tut mir leid. So, Segen. Okay. Das ist doch ein wenig größer als erwartet hier. Aber das sind wohl die Tunnel, wo die Goblins eingedrungen sind, ne?
Na komm. Okay.